Dein Schwein? Ja, das Brett wird. Habe ich gerade erst reingeschmissen. Ja, so. Segel los. Ich fahre ja die ganze Zeit runter. Jetzt musst du raus tun, sonst verkuckelt's. Jo, komm mal. Ja, sehr. Oh shit, ich hab zu viel Bananen dabei. Oh, wir hätten. Oh, unser Steuerrad hat was abbekommen. Ich habe mich schon gefragt, warum das so schwerfällig geht. Ist an der Südspitze. Oh fuck. Spreng fast bei mir. Ja, ja. Kann aus der Distanz drauf schießen. Spreng fast. Nice, ist tot. Perfekt. Danke. Feind hinter euch, hab ihn. Okay. Hier oh. Krabbenviecher. Sirene. Die hätten einfach die Skelette lassen sollen, denke ich. Sirene ist tot. Sprengfass on me. Zurück. Was sammst du, Benz? Ja. Ich bin auch immer noch, geil. Hier sind noch vier Dingsbomben drin. Wenn die jemand haben will. Hier bei mir. Ja. Vier so Explosionsbomben. Kann man auch werfen. Hier waren wir ja schon mal. Das ist wieder dieser Brunnen. Wo steht denn unser Schiff eigentlich? Das Ostseite. Habt ihr so einen Smaragd mitgenommen? Ich hab irgendwas vor gedingst. Alter, ich hab keine Ahnung, wo das sein soll, dieser Schlüssel. Doch hier irgendwo, oder Philipp? Naja, ich hätte gesagt hier irgendwo. Weil wenn du auf die Karte guckst. Wir haben unten Steine und hier die Bäume. Das Grün. Das Beginn vom Grün. Dann hast du am Strand, also am Wasser sind diese Steine, die Felsen. Dann hast du den Weg. Hier mit dieser einen grünen Zeichnung, das hier dürfte der Brunnen sein. Der Weg vom Brunnen, ich glaube, es ist hier, Alfons. Hier unten. Ich glaube, hier tatsächlich. Ja, wo, oder? Fressausschlüssel. Du wusstest es doch.
Hier ist noch eine Menge Essen drin. In dem Fass hier bei mir, Alfie. Ich bin gerade voll. Oh, spreng was. Fuck off. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Sirene. Shit, out of range. Wieso gilt die Seefahrt eigentlich als abgeschlossen? Gute Frage. Warte, mach mal auf. Oh, Entschuldigung. Hä? Ich dachte, wir kommen zu einem Tresor. Ja, ach, wir haben wir ja dann ja keine Tresor-Mission gemacht, oder? Doch, doch, wir haben jetzt den Schlüssel bekommen. Achso. Wo müssen wir hin? Steht auf dem Schlüssel drauf. Ah. Schlüssel, wo ist der? Habe ich den auch? Nee. Nein, nein, der ist in der Kiste. So. Ah. Ganz ruhig, Sam, keiner benachteiligt dich. Da ist noch eine Menge Essen, was ihr braucht. Ich habe aber keinen Schuss mehr. Alfie, hast du die Kiste schon? Ja, okay. Ja. Die Schlange schlängelt sich durch den Sand unter dem großen Bogendurchgang der Insel. Ah, das ist sogar. Mermaid's Hideaway ist das, okay. Also bleiben wir direkt dort. Wir sind gerade bei Wanderers Refuge, glaube ich. Ah ja, stimmt. Wir waren gerade in Mermaid's Hideaway. Ey, wir fahren doch nur im Kreis. Unfassbar. Hätten wir es doch andersrum gemacht. Stimmt. Ja. Also fahren wir jetzt nochmal, wenn ich das jetzt richtig wieder verstanden habe? Wieder zurück nach Richtung Westen. Oh, wow. Alright. Beziehungsweise Südwest. Ich hab's Steuer. Ne, das so, Segel, das Segel stimmt schon. Richtung. Das Segel war schon richtig. In die falsche Richtung gedreht. West-Südwest habt ihr gesagt, ne? Südwest, ja. Ja, kannst komplett West füllen. Dann müssen die Segel gleich noch ein bisschen mehr in die Mitte gestellt werden. Ich trinke jetzt mal einen Grog, Alter. Kurs West legt an. Oh, in den Sonnenuntergang. Ja, Junge, rum. Traumhaft. Boah, also das schaut, das ist bei der Galeone schon geil, dieses, wenn du da so ins Wasser eintauchst und dann die komplette Bordwand hoch.
kannst jetzt Kurs Nordwest machen. Wie, jetzt geht's aber los. Wow. Okay. Kurs Nord. Ja, ich bin mit dem Steuerruder auf Maximum. Wir können aufgrund des Seegangs tatsächlich gerade nicht weiter eindrehen. Ja, ich glaube, das ist es. Jetzt kannst du geradeaus machen. Wir können auch ein bisschen rechts umfahren, wir müssen auf der anderen Seite zu dem Bogen. Mhm. Mal irgendwo hier das Schlüsselloch finden. Das Schlüsselloch. Wie schaut das aus? Da steht dann irgendwann irgendeinem Stein steht dran, Schlüssel verwenden. Hm. Ist das statt in einem Durchgang, oder? Ja. Hier in der Schlange, oder? Ja, irgendwie genau bei der Schlange in der Schlange. Ah ja. Das schaut doch so warte, aus. Warte, stand da nicht noch irgendwas anderes? Stand da nicht noch was weiteres? Du liest halt nach. Hier sind zwei Schlangen. Die Schlange schlängelt sich durch den Sand unter dem großen Bogendurchgang der Insel. Hm. Muss man dann irgendwas mit dem machen, mit dem Schlüssel? Reinstecken muss er ins Schlüssel. Reinstecken, auch. Stecken, nein. Nein, stecken. Ja. Hm. Nein, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Sieht man den irgendwie noch? Ja, es ist, glaube ich, so eine kleine Kerbe im Stein irgendwo. Okay, also hier ist zumindest mal eine Kerbe im Stein. Nö. Hier, vielleicht? Bist du eine Kerbe im Stein? Hm. Lies nochmal genau vor, bitte. Die Schlange schlängelt sich durch den Sand unter dem großen Bogendurchgang der Insel. Was kann das auch im Boden sein denn? Hm. Vielleicht probiert's mal einer von euch. Nee, es passt doch, hier sind die Schlangen. Ja, oder es gibt noch einen anderen. Ja, genau. In den Durchgang, ich weiß nicht. Aber er nee. War hier schon mal, also ich habe hier schon mal den Tresor geöffnet. Aber wir sind hier am äußersten Ende der Insel. Skelette bei mir. Sprengfass. Zwei Sprengfässer. Achtung. Ah ja, okay. Ja, ich brenne. Hilfe. Hab's. Jawohl. Ah ja, doch, das ist es. Jetzt habe ich das. Alter, hä, wie soll man das denn rausfinden? Alle da? Ja. Jetzt schon zu, oder was? Aber ganz langsam, wir haben noch eine Weile. Ist hier noch was? Lass die Sache hier auf den Boden fallen.
Da ist ja dieser Knopf in der Mitte. Mhm. Dann hat man noch länger Zeit. Aber ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Shit. Ja, wir haben es beim letzten Mal auch geschafft, diesen kompletten fucking Raum hier zu looten. Jetzt, ja, man kriegt da noch mehr, da geht noch ein Raum auf. Echt? Boys, ich hab noch Sachen runtergeworfen, ne? Ja, Sachen auf. Schlüssel. Und was war das da? Die andere Flagge. Noch ein Schlüssel. Das sind alles Schlüsselflaggen, Sams. Geh raus. Kommt man sonst nicht mehr. Müssen wir fürs nächste Mal. Ich weiß es nicht genau, leider. Müssen wir fürs nächste Mal. Oder jetzt müssen wir es probieren. Jetzt müssen wir es nicht probieren. Jetzt hilft's nichts. Wir können schon mal rausfallen, Bruder. Ja. Kann auch für dich googeln, wenn du magst, wenn du es nicht rausfindest. Tja, ich glaube, ich werde hier drin sterben, ja. Probier mal aus, sonst schaue ich gleich im Internet. Was soll ich machen? Ob du deine Lösung findest. Sonst probier alles aus und bestätige beim Knopf in der Mitte. Ja, Alfons, wir haben schon wieder Explosionsviecher hier. Und eine Menge Geister. Nee. Warte, ich schau gleich, sobald wir hier alles besiegt haben. Was da, Philipp? Ja, irgendwo ist hier noch so ein Krabbler. Ah ja, I see. Okay, fahr du mal weiter, ich schau schnell. Ja, Sams ist auf dem Schiff. Ah, shit. Sams, kriegst du von hier die Kisten? Ja. Ja gut, dann fürs nächste Mal. Gehen wir. Ja, Philipp, brauchst du gar nicht so weit fahren. Aber okay. Hat schon gepasst. Ja, dann gibt's nochmal eine mega wertvolle Truhe anscheinend. Alfi, komm, hilf mal mit hochladen. Ja. Einen Haufen Zeug, ey, Wahnsinn.
Ey, wenn man das alleine machen muss, dann wird man noch wahnsinnig. Naja. Skelette. Sirene. Noch drei so Goldbeutel rum. Sammst du jetzt noch eine kunstvolle Bouteille, falls du die nicht siehst? Mhm. Eine Kiste ist nach unten, Philipp. Ja, die geh ich holen. Sind doch gerade schon wieder Viecher gespawnt, oder? Hat sich so angehört. Hab grad nichts gesehen. Ja, Sirene bei mir. Ja, gleich. Hab sie. Ja. Hast du einen Kelch bekommen? Das ist schon echt schlecht. Eingereelt. Junge, unser Schiff hat ganz schön Treffer kassiert. Das ist echt ganz schön Schweizer Käse. Auch die Masten. Ich finde es schade, dass man das Schiff von außen nicht irgendwie streichen kann. Dass man da so ein bisschen wieder schön macht. Genau, das war da so ein bisschen wieder der Stolz. In dem Truhenhaufen kommt gar keine neue Truhe mehr dazu, ist einfach nur noch so ein. Ja. Ist einfach nur noch eine Textur mit einer Information über aufsammelbare Elemente. Ich weiß jetzt übrigens, wie das Puzzle geht. Wie geht's? Drei Medaillons da drin und ich dachte immer, das wäre einfach Loot. Aber die der Medaillons... Der Hauptmann auch nicht. Die haben ein Muster drauf, dass eben für das Puzzle eine Lösung ist. Die spawnen, okay, wenn man sie rausholt. Also, ich war noch nicht von offen. Ah. Hä? Bist du nicht der Steuermann? Nein, ich hatte mir ein Bier geholt und hab gesagt, Alfons hat das Steuer und dann habe ich die fucking Masten repariert. Ja, aber das geht ja nicht. Hä, hey, also Entschuldigung, das war jetzt Alfis Versagen. Ne. Sehe ich jetzt auch nicht so. Ja, wenn Alfie das Steuer hat, muss das Steuer auch an irgendwen übergeben. Gab überhaupt keine Bedürftigkeit, die müssen uns reparieren, wir sind doch da. Ja. Alright, dann machen wir mal ein bisschen Kohle hier. Mhm. Dann cashen wir mal ab. Nein, cash mal ab. Dann der Hüttenolche, da ist er.
Boah, ist die Frage, ob wir nicht nochmal umparken wollen. Bei der Menge an Loot, die wir haben. Schon weit. So, wir packen alles ins Ruderboot. Rudern hin. Mir was? Puh. Gut. So, dann. Und jetzt, jetzt sind wir genau bei dem Problem. Nochmal umsortieren. Das wäre actually vermutlich echt nochmal umsortieren müssen, weil ich mich nicht hinsehe. Ah ne, warte mal, ich muss es zuerst losmachen, genau. Warte, warte, da war's. Jawohl. Gut. Ist auch shot. Bist du auch dabei, Alfie? Ich bin an Bord, ja. Der steht neben dir. Echt? Den sehe ich nicht. Ah, da! Goldschlepper. Die fehlt ja ein Bein. Hier mussten wir hin. Ah, ja, so in etwa. Es. Ja, das ist gut. Guter Platz. Die kunstvolle Bouteille. Das Wort, das Wort gefällt dir, oder? Samst kunstvolle Bouteille. Ja, klar. Wir haben übrigens auch eine Ruderboottruhe tatsächlich. Die ganz schön, die gerammelt voll ist. Die haben immer so eine Lagerkiste. Boah, das waren dann. Pff, haben wir noch eine Truhe? Die wir heute gemacht haben. Nö. Ja, 70.000. Nicht schlecht. Jetzt ist die Frage: Sollen wir noch eine Mission kaufen hier oder? Ja, ich bring nur das Ruderboot zurück. Das dauert jetzt eh lang genug. Aber, ja, aber wollen wir kurz 5 Minuten Pause und so. Ja, dann würde ich aber die Folge jetzt hier beenden oder diese Session. Ja, ja, ich schneide das ja eh zusammen, wenn es 2-3 Folgen. Du meinst oder den so. Blockbuster hier? Den 3-Stunden-Film. Ja. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Mund zu, es zieht Samsi. Sag tschüss. Ich schicke dir ein kleines Thumbnail noch, Philipp. Okay.